Und dann fahren wir nochmal ja, ungefähr 20 Kilometer. Und da sind wir dann in Diesbeck. Da haben wir dann einen kleinen Imbiss bei ja, so einer lokalen Geschichte. Da ist vielleicht dann noch jemand mit E vorne fährt, der auf dem Weg weiß, weil ich jetzt in den Internet genau. Ansonsten ja, also, gute Fahrt! Mein Name ist Christoph Austermann, ich bin von der BB Wind aus Münster und wir beraten Bürgerwindparks. Wir sind jetzt hier schon sehr lange unterwegs, letzter Tag der Tour in Nürnberg. Wir kommen heute dort an, also schon sehr weites Stück in Bayern unterwegs und wir haben bislang kaum Windräder gesehen. Ich meine, es wären nicht mal 10 gewesen. Unvorstellbar für mich persönlich. Woran das liegt, ist klar, die 10H-Regelung. 8 Jahre lang wurde hier regelrecht Windenergie verhindert. Das 10-fache der Gesamthöhe war als Abstand einzuhalten zur Wohnbebauung. Das wurde letztes Jahr aufgeweicht. Jetzt müssen wie überall in Deutschland die Flächen ausgewiesen werden. Da ist es jetzt wichtig, dass man das auch mit der Akzeptanz macht. Die schafft man nicht durch Abstände, sondern durch Beteiligung der Menschen vor Ort, durch eine größtmögliche lokale Wertschöpfung, indem man lokale Banken einbindet, die Menschen vor Ort einbindet, Gewerbesteuer vollkommen vor Ort verbleibt, Paragraph 6 EEG, kommunale Teilhabe. Das sind alles Aspekte, die Bürgerwindprojekte mit sich bringen. Und ja, der Strom wird hier gebraucht. Das ist ein großes Thema für die Industrie, sonst erleben wir dort eine Abwanderung. Irgendwo muss er herkommen. Die großen Trassen, die möchte auch niemand haben. Und insofern gibt es hier viel zu tun. Und es ist wichtig, dass man es vielleicht so macht wie bei uns, bei der BB Wind, dass man möglichst die Menschen an den Projekten beteiligt. Ich bin der Roland Schmidt, hier zweiter Bürgermeister, vertrete gerade unseren ersten Bürgermeister und bin mitbeauftragt, Solarenergie auf gemeindeeigenen Dächern zu fördern
und zu ermöglichen. Also man muss jetzt sagen, Steigerwald ist ja ein Mittelgebirge oder kleines hügelige Landschaft. Da ist es für Windkraft bisher ein bisschen schwierig gewesen. Man sieht, dass die Windräder mit einer Gesamthöhe von 150 Metern den Ertrag oft nicht bringen. Bei den 180 Meter hohen, da kommt man fast dran. Und bei den neuen, die jetzt geplant werden, da rechnen wir damit, dass keine so Verwirbelungen oben sind, wo die Rotorblätter sind, und dass der Windertrag da deutlich höher wird. Mein Name ist Johannes Maibohm, ich bin wohnhaft in Emskirchen, Mausdorf. Ich bin 66 Jahre alt, habe in meinem Berufsleben Straßenbahn als Maschinenbauingenieur entwickelt und beschäftige mich seit einigen Jahren ausschließlich mit der regenerativen Energie und den Projekten, die wir hier in Mausdorf betreiben. Seit meiner frühesten Jugend beschäftige ich mich mit der regenerativen Energien, habe es lange nicht forciert und habe aber seit etwa 20 Jahren festgestellt, dass eine Umsetzung dringend notwendig ist und die Umsetzung nicht nur in Form von Folien, Vorträgen und Theorien, sondern es in die Praxis umzusetzen. Und diese Möglichkeiten habe ich hier mit meinen Partnern in Mausdorf, die zum Teil Landwirte, Steuerberater und andere Bereiche, mit denen man solche Projekte umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns von anderen Projekten unterscheidet, dass wir die Themen anfassen und wie zum Beispiel die Windräder, Solaranlage oder Biogasanlage hier tatsächlich realisiert haben. Wir haben diese Windräder hier gebaut, wo die 10H-Regelung noch keine Gültigkeit hatte. Da war es einfach und mit 10H ist das Ganze zum Erliegen gekommen. Das hat uns auch in unserem Handeln gebremst. Wir haben uns vielleicht auch an Demonstrationen beteiligt, aber sonst waren sonst nicht weiter aktiv und haben uns in der Zwischenzeit auf die Solaranlagen konzentriert, werden aber durchaus oder spekulieren damit, mit dem Wegfall des 10H auch in Windkraft weiter zu investieren und zu realisieren. Diese Anlage ist mittlerweile akzeptiert. Es ist wie bei manchen Projekten genauso die Windräder, das anfangs erstmal ein Fremdkörper in der Landschaft ist. Aber wenn sich die Menschen an den Blick gewöhnt haben, stört sich eigentlich niemand mehr dran. Und da diese Anlage auch keine Ackerflächen wegnimmt, sondern nur eine Deponie, ist es durchaus akzeptiert. Ja. Biogasanlagen waren sicherlich vor 20 Jahren ein wichtiger Aspekt der regenerativen Energien, weil man eben Wind und Sonne auch noch nicht so viel hatte. Mittlerweile ist vielleicht ein gewisser Umdenkungsprozess erforderlich, weil die Flächen natürlich immer knapper werden. Es werden Flächen für Photovoltaikanlagen benötigt. Insofern muss man schon differenzieren. Ich glaube nicht, dass alle Biogasanlagen in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben. Unsere Anlage hier, dadurch, dass wir die Restwärme zu 100% nutzen können und relativ geringe Anfahrwege haben, hat sie, glaube ich, schon eher eine Berechtigung. Sie sollten aber flexibel betrieben werden, das heißt, dann Strom erzeugen, wenn er in den Spitzenzeiten gebraucht wird und nicht unbedingt konstant laufen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, tragen Sie die Botschaften auch ins Ferne Nordrhein-Westfalen oder wie auch immer. Und wir kämpfen weiter und guten Abend noch wünsche ich dann. Danke. Ja. Vielen, vielen Tschüss. Dank. Ja,
vor ungefähr 20 Jahren wurde diese Deponie abgeschlossen. Das heißt, sie wurde begrünt und es wurden ein paar Wege angelegt und anschließend hat sich die Stadt Fürth Gedanken gemacht, was man denn mit diesem Berg noch so machen kann. Es war schnell klar, dass hier Deponie Gas produziert wird, also hat man Gasdrainagen gelegt und dieses Gas zunächst zur Stromerzeugung verwendet und anschließend in ein Heizwerk gespeist, das jetzt Nahwärme produziert für über 110 Haushalte hier in der näheren Umgebung. Und dann kam die Überlegung, das war Anfang der Jahre 2002, 2003, dass diese Deponie auch mit einer Solaranlage versehen werden kann, weil großer Teil eben nach Süden ausgerichtet ist. Und das wurde dann geplant, es wurde ein Bürgerbeteiligungsmodell aufgelegt, um die Finanzierung sicherzustellen. Und viele, viele Bürgerinnen und Bürger haben sich beteiligt und im Nu war dieses Modell ausverkauft und es konnte dann in die Realisierung gehen. Und seit 23. Dezember 2003 ist diese Solaranlage in Betrieb. Ja, mein Name ist Jürgen Tölk, ich arbeite bei der Stadt Fürth und bin dort der Leiter des Amts für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz. Alles unter uns ist Haus- und Gewerbemüll. Ende der 90er Jahre wurde diese Mülldeponie rekultiviert. Sie wurde mit verschiedenen Wegen versehen. Auch hier dieser Aussichtspunkt wurde errichtet, den Sie hier sehen. Ist einer der schönsten Aussichtspunkte über die Stadt Fürth, über die Umgebung mit einer Aussicht bei gutem Wetter bis in die Fränkische Schweiz. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ein kleines Mittelgebirge, das hier so im Norden zu sehen ist. Die ersten Hügel sind die Fränkische Schweiz. Sie sehen die Stadt Erlangen mit den Hochhäusern, die neben dem Main-Donau-Kanal gebaut wurden. Rechts beginnt dann die Fränkische Schweiz. Ein sehr beliebtes Ausflugsgebiet hier für den Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen. Die Solaranlage produziert im Jahr Strom, der reicht, um ca. 300 Haushalte zu versorgen, also durchaus eine ganze Menge. Und es bringt eine jährliche CO2-Ersparnis von über 700 Tonnen. Die Wende, die Messe.